Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wah. Wir sind mit unserem Onkel Abu Khalifa in Freiburg und er hat sich von Freiburg nach Aachen begeben, wo er dort das erste Mal eine Moschee in Europa gesehen hat, mit Kuppel und Minarett. Da sagte, es war ein unbeschreibliches Gefühl. Beschreib es uns. Ich kann es nicht beschreiben. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, es ist eine sehr hübsche Moschee. Nach einer Woche sehe ich ein Minarett von weit her. Nach einer Woche sehe ich ein Kuppel. Nach einer Woche sehe ich Muslime, die Arabisch sprechen. Das war eine große Freude. Man fühlt sich in seiner Heimat, in einer sicheren Umgebung auf jeden Fall. Die Gebäude selbst. Ich bin fasziniert von der Lüftungsöffnungen und von den Lichtöffnungen, die da sind, wie die gebaut sind. Heute, wenn ich dorthin gehe, dann sage ich, das ist ganz normal, aber in der damaligen Zeit, am Anfang, war es ganz interessant. Die Moschee wirkt bei mir, dass sie sehr groß ist. Heute, wenn ich dorthin gehe, dann ist für mich sehr eng, ist die Moschee. Von einer Seite sind noch mehr Muslime, die dort zum Gebet kommen, als vor 40 Jahren. Und von der anderen Seite, man hat in Europa noch größere Moscheen gesehen, dass unsere alten Moscheen als klein in der Größe da sind, auch wenn die noch groß in ihrer Wirkung sind. Beim Gebet war das höchste rührende Moment, als ich gesehen habe, dass es rechts von mir war ein europäischer Bruder, sehr weiß. Und auf der linken Seite ist ein Afrikaner, total das Gegenteil. Und du bist die braune Mitte zwischen beiden. Das ist nicht das Wichtigste momentan, wie das alles in einem Grad gegangen ist. Aber ich bin es gewöhnt in der Heimat, dass alle in der Moschee sind Verwandte miteinander oder sind bekannt. Man kennt sich seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und wenn eine fremde Person kommt, dann fällt uns allen auf, dass eine fremde Person da ist. Entweder nimmt man von ihm Abstand, wenn man Gefahr erwartet, oder man geht zu ihm hin und bittet sie Hilfe. Und ich stehe da zwischen zwei Personen, die total gegensätzlich sind. Und während des Gebetes habe ich ein paar Tränen verloren. Und von diesem großen Geschwisterlichkeitsfaktor, ich habe es immer gehört, in der Mu'minun Ikhwa, alle Gläubige sind Geschwister. Das ist sehr schön. Aber ich habe es erst an diesem Tag gespürt, dass der Europäer und der Afrikaner und zwei Geschwister, die stehen nebeneinander. So ein Bild habe ich noch nie erlebt in der Heimat. Nach dem Gebet der Bruder rechts, der Europäer, hat mich angesprochen. Und auf Arabisch. Mit einer Anteuer. Habe ich ihm gesagt, ich komme aus Ägypten. Dann war sein vermerkter erster Satz, was ich gehört habe in diesem Lande. Antumul ladhina afsadtumul lughata al-arabiyya. Ihr habt die arabische Sprache verdorben. Sagt wir? Sagt ja. La taquluna al-jim, innama al-gim. Man kennt schon diese Aussprache bei den Ägyptern, dass wir das Buchstabe Jim nicht diesmal vorsprechen, außer im ländlichen Gebiet, aber die Großstädte ist ein Gim. Jamal, Gamal, Masjid, Masjid und so. Und so weiter. Dann habe ich gesagt, nicht unbedingt, aber ich spreche jetzt mal mit dem Jim. Gesagt, du bist eine Ausnahme, weil du in der Moschee bist. Gut, der Bruder heißt Muhammad Sadiq. Muhammad Sadiq. Ein deutscher Bruder, der vom Haus des Islam. Haus ist Islam. Der jetzt die Umrah-Reisen alle macht. Der die Hajj- und Umrah-Reise führt. Wie alt war er da ungefähr? Mohammed war 35 vielleicht damals. Ah, noch sehr jung. Mashallah. Ja. Noch keine grauen Haare. Nein, wir hatten alle noch keine grauen Haare. Ja. Auf jeden Fall, ein paar Jahrzehnte später habe ich den Mohammed getroffen im Haus des Islams, hatte ich einen Vortrag gehalten, habe ich ihm erinnert an diesem Ereignis, dann hat er gesagt, ja, früher hattest du die Arabsprache verdorben, heute verdirbst du die deutsche Sprache. Ja? Jetzt mal, ich bin von ihm doppelt gelobt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber ich mache es weiter. Kein Problem.
Aber das waren die wunderbaren, schönen Gefühle. Nach dem Gebet hat der Bruder Mohammed Ibrahim von Aachen den anderen erzählt, das ist der neue Bruder, der in Freiburg ist, der extra von Freiburg nach Aachen gekommen ist. Und dann kamen die Leute, haben mich begrüßt, haben gefragt, wie es in der Heimat ist, was mache ich in Freiburg, wie viele Muslime sind in Freiburg dort. Und ich gesagt, ich weiß nicht, wie viele, aber ich vermute, um die 30, 40 sind dort in Freiburg, die ich gesehen habe innerhalb dieser Woche. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben eine kleine Gruppe, die Goethe-Institute besuchen und da könnte man später einen Termin vereinbaren. Und in Aachen findet ein Monatstreffen am letzten Samstag des Monats statt. Und da habe ich gesagt, gut, dann komme ich jeden Monat von Freiburg nach Aachen, kann ich auch dabei teilnehmen. Und das habe ich auch gemacht. Jeden Monat? Jeden Monat am letzten Samstag bin ich von Freiburg nach Aachen gereist. Samstag und Sonntag dort übernachtet, alhamdulillah, Leute kennengelernt, wunderbare, schöne Vorträge gehört für 2 Tage. Das war schon auch eine Stärkung für meinen Wissensdurst, was ich hatte. Jetzt habe ich jemanden, der einen Vortrag hält für Muslime in Deutschland. Es war in dieser Zeit eine Vortragsreihe, das wurde bei jedem Treffen angeboten, ob das in Aachen oder Wuppertal, in München oder in Frankfurt. Es war immer eine halbe Stunde über islamischen Staaten. Steht ein indonesischer Bruder, er steht aus Indonesien. Sein Land, hat das Land das mal vorgestellt und die Probleme des Landes und die Besonderheiten des Landes. Und wir haben alhamdulillah innerhalb 2 Jahre fast die gesamten islamischen Gebiete kennengelernt. Von Leuten, die dort gelebt haben, aus diesem Land stammen. Und ihre Wissen ist selbstverständlich viel mal genauer und präziser, als wenn man aus einem Buch das alles liest. Diese Kontakte und diese Vorträge vermisse ich momentan, dass es gemacht wird, aber das war regelmäßig. Was gab es noch für Referenten dort? Gab es irgendwelche, die wir vielleicht noch kennen, die referiert haben? Oder waren das die Studenten, die sich abgewechselt haben? Das waren die Studenten einerseits und waren der Ustaz Asamul Attar aus Aachen, war Dr. Mohammed Ali Mahjari aus Nürnberg, ist auch dorthin gegangen im Mai oder Juni, so im Dreh rum. Kam dann aus Paris, der Direktor von dem Islamischen Zentrum in Paris dort, wurde eingeladen. Und andere Imame und viele haben hier auch promoviert in Deutschland. Und man hat die, alhamdulillah, eingesetzt für solche Arbeit. Wer Philosophie studiert hatte, hat einen Vortrag über die Philosophie im Islam gemacht. Wer Medizin studiert hatte, hat Medizin und Islam auch zusammen verbunden in seinem Vortrag. Das war eine große Nutzung, große Hilfe auf jeden Fall. Es waren nicht nur reine theologische Fragen, die beantwortet sind, ist auch nicht Politik oder Integration mit der Gesellschaft, sondern sich kennenlernen und den Islam aus einem anderen Fenster zu sehen. Mhm. Fenster der Philosophie, Fenster der Medizin, Fenster der Technik und so weiter und so fort. Wurdest du gebeten, einen Vortrag zu halten dann, nach einer Weile? Habe ich in Aachen nicht. In dieser Zeit habe ich, ich wurde in Aachen nach 15 Jahren eingeladen, einen Vortrag jedes Mal zu halten. Aber in Mai, das heißt 2 Monate später, hatte der Dr. Mahagali mich gebeten, dass ich den Vortrag halte dort. Aber weil er das vorbereitet hat, habe ich gesagt, nein, das machst du selber. Das heißt, das Angebot habe ich sofort bekommen nach 2 Monaten, aber war noch scheu und habe das nicht getan. Gut. Das waren jetzt einige schillernde Namen, die wir gehört haben. Vielleicht gehen wir mal ein paar durch und hören von dir, wie du sie kennengelernt hast, wie du auf sie getroffen bist. Erzähl uns etwas von Asam Attar. Ustaz Asam Attar habe ich getroffen gleich am Freitag, der 8. April 1977. Also das erste Mal dann? Das erste Mal. Das ist mein erster Besuch nach Aachen und er hat an diesem Tag die Khutbah auch gehalten. Okay. Kanntest du ihn davor? Weil er war ja sehr renommiert und bekannt in der Islamischen Weder Welt. Den Namen, noch dass eine Stadt heißt Aachen, noch dass eine Moschee in Aachen gibt. Okay. Nur das war nur eine Woche davor, habe ich jetzt mal davon gehört. Und seine Khutbah ist bestimmt rührend, wie alle seine Sessions und alle seine Vorträge. War ganz interessant. Habe ich mich gefreut, dass jemand da ist. Habe ich auch gehofft, wenn ich in Deutschland bleibe,
dass ich bei diesem Monatstreffen von ihm noch mehr lernen kann. Die Brüder haben erzählt, er hat schon davon erfahren, dass ich da bin. Dann hat er mich eingeladen nach Hause zu ihm. Und nach dem Asr-Gebet sind wir zu ihm nach Hause gegangen. Er hat uns ganz nett empfangen, hat mich begrüßt, hat mich gefragt nach Ägypten, hat nach Städte und Orte in Ägypten gefragt, die ich nicht kenne, nach Personen gefragt, die ich nicht kenne. Und ich sollte mich nur entschuldigen, dass ich all diese Personen nicht kenne. Dann hat er gesagt, gut, das ist kein Problem, nur die Interesse, was machst du hier, was machst du in Deutschland, deine Ziele, was liest du momentan von Büchern. Das, er hat schon ein Standardfragen bei den Menschen, dass er sein Interesse an jeder Person auch erstmal zeigt. Und das war ganz interessant. Dann hat er gesagt, wenn du wieder in Aachen bist, dann herzlich willkommen, wir warten auf Sie. Seine Frau war auch dabei, sein Sohn Ayman war auch da, Alhamdulillah, Rabbi, hat ein bisschen gekrabbelt dabei. Aber es war ein wunderbar schönes Treffen. Am Abend zum Maghrib-Gebet war er wieder in der Moschee, dann hat er wieder noch einen kurzen Vortrag, eine Nasiha gegeben. Ich habe übernachtet in der Moschee 2 Tage. Am Samstag bin ich nach Bonn gegangen und in Bonn habe ich den Studentenvereinigung auch dort getroffen und die hatten einen koranischen Wettbewerb gehabt. In Bonn? In Bonn. Im Jahre 78? Im Jahre 77. Im April 77. Und der Salah Mayhoub ist Professor für Mathematik und Wajd al-Amir ist Arzt momentan in Bielefeld, waren da mit ihren Kindern und ich habe mit den Kindern gespielt, kann mich erinnern an diese Spiele mit den Kindern an diesem Abend und nach dem Wettbewerb bin ich wieder nach Aachen gegangen, habe ich dort übernachtet zum Sonntag. Ich bin bis Montag geblieben im Gebiet dort, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dann habe ich leider den Ustaz Assam al-Attar erst am Ende des Monats getroffen bei dem Monatstreffen. Okay. Wie alt war er damals? Um die 50? Ja. Okay. Gesundheitlich auch schon angeschlagen oder? Ja, natürlich, ja. Sein Parkinson hat sich auch gezeigt. Okay. Okay. Und dann hast du ihn erst zum Monatstreffen wieder gesehen? Dann bei jedem Monatstreffen im April, Mai, Juni, Juli, August. Bis August war ich ständig dort in Aachen. Mashallah. MashaAllah. Hast du Nedim Ilyas auch schon dort getroffen, in Aachen? Ich habe in Aachen noch Nedim Ilyas getroffen. Ich habe den Mutawalli Musa getroffen in Aachen. Mutawalli wohnte damals in Köln. Dann habe ich ihn in Köln besucht und ich habe ihn in Aachen getroffen. Und bei jedem Treffen hatten wir als 2 Ägypter auch noch ein paar Minuten miteinander einen Spaziergang um die Moschee gehabt, dass er mir erzählt hatte über Deutschland und habe ich ihm erzählt über die Lage in Ägypten dort. Okay, weil du vor allem aus Ägypten kamst, wie er, hat das euch dann noch genau, mehr zusammengeschweißt? Dann wartet man auf bestimmte Informationen über die Heimat, wie es heute aussieht. Okay, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Es gibt eine Person, die dich, glaube ich, am meisten in Deutschland beeinflusste. Und die wie ein Ziehvater für dich war. Und ich kann mich erinnern, zurück an das Jahr 2001 oder 2002, hier in München im Islamischen Zentrum, da hast du damals ein monatliches ungefähr Programm geplant, jeden Freitag nach dem Asr-Gebet, Tee in der Moschee. Und da sah ich einen Mann, und ich habe dich oft gesehen, wie du Männer begrüßt hast und Menschen begrüßt hast und du begrüßt alle herzlich und umarmst alle und hast immer einen lustigen Spruch und hast immer diese Herzlichkeit. Aber diesen Menschen hast du anders begrüßt als alle anderen. Und das war Al-Hajj Muhammad Al-Mahjari. Ich habe gemerkt, dass da eine Bindung ist, eine besondere. Und aus deinem Gesichtsausdruck jetzt entnehme ich, dass da eine besondere Bindung ist. Und als der Herr vor kurzer Zeit gestorben ist, habe ich gesehen, wie sichtlich dich das berührt hat. Und ich würde es sehr gerne jetzt hören, aber muss leider die Zuschauer auf die nächste Folge vertagen. Seid dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt, Dardasha, mein Leben in der Dawa. Der Dr. Mahjari, sein Telefon, vermutlich hat den ganzen Tag geklingelt von allen Menschen in Deutschland,
wer Familienprobleme hatte, wer Arbeitsprobleme hatte, hat ihm angerufen und Geschwistern hatten auch Streit gehabt in ihren Moscheen. Die suchten einen Schlichter. Dann hatten auch in ganz Deutschland niemand Besseres als den Dr. Mahgari einzuladen. Bis auf Dr. Mahgari, wenn ich neben ihm sitze, dann spüre ich, wie er mich aufhebt zu seiner Position, zu seiner Stelle. Du bist ein großer Mensch neben diesem großen Person.